Es war die einzige LAN, wo wir, glaube ich, mit Energy waren. Kroatien. Und es müsste ein Split gewesen Ja. sein in Da dem warst du Jahr. auch dabei, ne? Ja, Da da bist warst du du auch dabei. reingesprungen. Stand-in, ja. Erzähl mal die Peter-Geschichte, was passiert ist, warum ihr auch reingesprungen seid. Ja, wir sind wir sind aus Vegas nach LA, von LA nach Frankfurt geflogen und von dort aus sollten wir weiterfliegen nach Split, dann, Split. ja. Und während des langen Flugs von LA nach Frankfurt ist halt waren halt Turbulenzen und die waren gerade auf dem Weg auf die Toilette oder sich dehnen oder so mit Nico und Peter. Und durch die Turbulenzen ist er halt so umgeknickt und sein Fuß ist gebrochen und Ist er nicht eine Treppe runtergefallen? Nein, Nico nein, hat erzählt, er nein. wäre eine Treppe Nein, runtergefallen bei nein, 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 nein. Turbulenzen. Keine Treppe, weil das war zwar ein Doppeldeckerflugzeug, glaube ich, aber es war halt so und dann konnte er halt natürlich nicht mehr spielen, hatte halt Schmerzen und ist halt direkt zurückgeflogen. Dann haben wir direkt gesagt, okay, wir müssen mit Johannes spielen. Wir fragen, ob er spielen kann. Und das Witzige war, also so ein Fun Fact, der erste Gegner auf dem Turnier war Envy und Johannes hatte gegen die oft gepracked und wusste noch genau, wie die spielen Das und hat sie zerstört. Er sagt so, zwei ey, war das das, ist ne? deren, Das das ist zwei, die und die Runde. Und dann, wir sind auch immer dann direkt verschoben und wussten, was geht und ich meine, das war das Event auf jeden ja, ich Fall. glaube auch. Also Das ich war auch hatte so ein einmal, Breakthrough-Event für dich, oder? ja genau, ich hatte einmal, das war ein fettesten Read aller Zeiten. Ich wusste ganz genau, wo die waren und bei 1 Minute 30 oder so bin ich Mitte Double Door reingegangen, Lower hinterher gepusht und die waren alle 5 Tunnels. Ich bin einfach hinter denen. Das war dieses Event, das hat eigentlich so meine Karriere so angestrebt, wohin es mich so führt. Bist Das du war dann, schon. wie lange hat es gedauert, bis du bei Energy dann im Team warst? Nicht mehr so lange, oder? Nee, direkt danach eigentlich so gut wie. So ein paar Monate, glaube ich, nur. Ja. Das war, glaube ich, im März oder so oder im April. Und bis sozusagen die Saison so gegen Ende war, haben wir dann Johannes geholt. Aber da hast du Was? auf jeden Fall deinen Style schon Ja, in aber die ich frage Richtung mich, wann ich getrieben angefangen von habe, heute. mir einen Bart wachsen zu lassen. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil man sieht bestimmt später auch noch mal, wo ich noch keinen Bart hatte. Steht dir auf Deswegen, jeden Fall mehr. ja, ist auf jeden Fall Ja, besser. das stimmt, ja.